Wir haben uns gemeinsam schon oft gefragt, was mit vielen Charakteren nach den Heiligtümern des Todes passiert ist. Heute werden wir 10 weitere Charaktere aufdecken und ganz genau untersuchen, was mit ihnen nach den Heiligtümern passiert ist. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über die Ereignisse, die sich im Harry Potter-Universum nach dem Ende der Bücher und der Filme ereignet haben. Bisher habe ich einige Videos zu diesem Thema erstellt, die jeweils einige verschiedene Figuren und ihre Aktivitäten nach den Heiligtümern des Todes behandeln. Heute machen wir damit weiter. Ohne weitere Umschweife lasst uns in das Leben von 10 Charakteren nach dem Krieg und nach den Heiligtümern des Todes eintauchen. Nummer 1: Blaise Sabini. Blaise Sabini war ein reinblütiger Zauberer, der Hogwarts zur gleichen Zeit wie Harry Potter besuchte. Er war Mitglied des Hauses Slytherin und verstand sich gut mit Draco Malfoy und seiner Clique. Blaise war eher ein ruhiger Junge, der sich meistens zurückhielt, gelegentlich aber seine Vorurteile gegenüber Muggeln, Muggelgeborenen und Blutsverrätern äußerte. Nach dem Krieg ist wenig über Blaise bekannt, aber es wird angenommen, dass er überlebte, da die meisten Slytherin-Schüler die Schlacht von Hogwarts aussaßen. Blaise war sehr geschickt in der Herstellung von Zaubertränken und erreichte in diesem Fach ein sehr hohes Level. Es ist daher möglich, dass er eine ziemlich große Karriere als Zaubertränkemacher eingeschlagen hat. Als nächstes auf der Liste haben wir Rolanda Hooch. Rolanda, auch bekannt als Madame Hooch, ist eine britische Hexe, die vermutlich vor 1918 geboren wurde. Es gibt nicht sehr viele Informationen über sie und sie taucht weder in den Büchern noch in den Filmen häufig auf. Trotzdem ist sie sehr wichtig, da sie den Schülern die Grundlagen des Fliegens auf Besen beibringt. Außerdem ist Madame Hooch Quidditch-Schiedsrichterin. Ihre ganze Welt dreht sich also ums Fliegen und ums Spielen. Daher sollte es nicht überraschen, dass Madame Hooch nach dem Krieg einfach zu ihrem Posten in Hogwarts zurückkehrte, wo sie noch viele Jahre lang das Fliegen unterrichtete und als Quidditch-Schiedsrichterin tätig war. Elpheus Dodge. Elpheus Dodge ist ein britischer Reinblutzauberer, der entweder 1880 oder 1881 geboren wurde. Man ist sich da nicht ganz sicher, aber so relevant ist das jetzt auch nicht. Dodge war ein enger Freund von Albus Dumbledore und ihre Freundschaft entstand bereits während ihrer Schulzeit in Hogwarts. Während seiner Zeit in Hogwarts erkrankte Dodge leider an Drachenpocken, was dazu führte, dass ihn alle anderen Schüler mieden. Er hatte also keine wirklichen Freunde, außer einem, Albus Dumbledore. Elpheus war ein aktives Mitglied des Orden des Phönix in beiden Kriegen und Jurist im Zaubereiministerium. Die Fake News-Spezialistin Rita Kimcorn bezeichnete Dodge oft als dumm, wahrscheinlich nur, weil er sich weigerte, bei der Abfassung von Kimcorns Hauptwerk, das Leben und die Lügen von Albus Dumbledore, mitzuarbeiten. Tatsächlich war Dodge ein Sonderberater des Zaubereikämmerers, das Gegenteil von dumm, und verbrachte den Rest seiner Tage im Dienst des britischen Zaubereiministeriums. Er stritt sich oft mit Großtante Mauriel und vermisste seinen lieben Freund Albus Dumbledore. Machen wir weiter mit Creature. Creature war ein männlicher Hauself, der in einem unbekannten Jahr geboren wurde und die meiste Zeit seines Lebens loyal dem Hause Black diente, bis er nach dem Tod von Sirius Black zu Harry Potter überging. Zuvor war Creature jedoch äußerst loyal gegenüber Sirius, Bruder Regulus, zu dem er eine besondere Verbindung hatte. Nach dem Tod von Regulus Black war Creature ein wenig verloren und lernte nie seinen neuen Herrn Sirius richtig zu respektieren. Doch schließlich lernte Creature Harry Potter kennen und auch ihn zu respektieren, der ihn sehr gut behandelte. Während der Schlacht von Hogwarts führte Creature die Hauselfen in den Kampf gegen Lord Voldemort und seine Gefolgsleute. Creature überlebte die Schlacht und trat von da an in den Vollzeitdienst der Familie Potter ein. Im Jahr 2017 verriet J.K. Rowling, dass Creature schließlich im zarten Alter von 666 Jahren starb. Wo er sich zu diesem Zeitpunkt aufhielt, kann man aber nur vermuten. Krummbein. Krummbein war Hermines Halbknieselkatze, die sie 1993 von der magischen Zoohandlung kaufte. Krummbein war eine besonders intelligente Katze, die dazu beitrug, Peter Pettigrew als Krätze zu entlarven. Obwohl Krummbein sehr niedlich und hochintelligent war, ist es unwahrscheinlich, dass er während der Schlacht des Krieges eine große Hilfe gewesen wäre. Stattdessen blieb er einfach im Haus der Weasleys, dem Fuchsbau, und wartete, bis sich die Lage beruhigt hatte.
Später wurde er mit Hermine wieder vereint. Wenn man bedenkt, dass Krumbein nur eine Katze in einer Zoohandlung war, die offenbar niemand haben wollte, hatte er wirklich einen großen Einfluss auf die Geschichte. Viktor Krumm. Viktor Krumm ist ein bulgarischer Zauberer, geboren 1976, der vor allem durch seine Teilnahme am Trimagischen Turnier bekannt ist, wo er gegen Harry Potter, Fleur Delacour und Cedric Diggory antrat und Durmstrang vertrat. Krumm war ein begnadeter Quidditch-Spieler und wurde im Alter von 18 Jahren der Sucher der bulgarischen Nationalmannschaft. 1994 spielte er im Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft, obwohl er noch ein Schüler war. Krumm spielte viele Jahre Quidditch, bevor er sich nach der Niederlage der bulgarischen Mannschaft im Finale der Weltmeisterschaft 2002 zurückzog. Dieser Rücktritt war jedoch nur von kurzer Dauer, da Krumm zur Weltmeisterschaft 2014 zurückkehrte. Die bulgarische Mannschaft gewann die Meisterschaft und besiegte im Finale Brasilien. Krumm ging als echte Quidditch-Legende in den Ruhestand. Machen wir weiter mit Ernie McMillan. Ernie McMillan war ein Reinblutzauberer, der Hogwarts zur gleichen Zeit wie Harry Potter besuchte. Er war derjenige, der in seinem zweiten Schuljahr bei der Öffnung der Kammer des Schreckens vermutete, dass Harry Potter der Erbe von Slytherin sei, änderte jedoch seine Meinung, nachdem Hermine versteinert wurde, und entschuldigte sich später auch bei Harry. Ernie überlebte die Schlacht von Hogwarts, aber über sein späteres Leben ist nicht viel bekannt. Man kann sich vorstellen, dass er in Kontakt mit seinen guten Freunden Hannah Abbott und Justin Flinch Fletchley blieb, was ihn auch in Nevilles sozialen Kreis verorten würde, da Hannah mit Neville verheiratet war und er ursprünglich in Hufflepuff war. John Dawlish. John Dawlish ist ein britischer Reinblutzauberer und Angestellter des Zaubereiministeriums, der als Auror tätig war. Die meiste Zeit seiner Karriere arbeitete Dawlish direkt unter Cornelius Fudge und begleitete ihn bei verschiedenen Aufträgen. Später arbeitete er auch für den Minister Rufus Scrimgeour und Pius Thicknesse. Gegen Ende des Zweiten Zaubererkrieges scheiterte Dawlish bei mehreren Aufträgen, wahrscheinlich weil er immer wieder auf weit überlegene Gegner wie Dumbledore oder Hagrid traf und ständig unter dem Einfluss des Konfunduszaubers stand. Über Dawlishes Schicksal nach dem Krieg ist wenig bekannt, aber er überlebte und verhielt sich noch eine Zeit danach nicht ganz richtig, höchstwahrscheinlich aufgrund der wiederholten Einwirkungen des Konfunduszaubers. Es ist unwahrscheinlich, dass Dawlish als Sympathisant von Voldemort angeklagt wurde, und es ist möglich, dass er aufgrund seines Zustandes in St. Mungus landete. Machen wir weiter mit Mrs. Fig. Mrs. Fig, auch bekannt als Arabella Doreen Fig, war eine Squib, die in der Nähe von Harry Potters Kindheitshaus am Private Drive wohnte. Da sie in der gleichen Straße wie Harry lebte, passte sie häufig auf ihn auf und half gleichzeitig Albus Dumbledore dabei, ein Auge auf ihn zu haben. Obwohl Mrs. Fig alles tat, um dem Orden und den Guten zu helfen, ist es als Squib unwahrscheinlich, dass sie an der Schlacht von Hogwarts teilnahm, da es dort nicht wirklich sicher für sie gewesen wäre. Angesichts ihrer Vorliebe für pelzige Katzengefährten kann man sich gut vorstellen, dass Mrs. Fig den Rest ihres Lebens mit der Zucht und dem Handel von Teil-Knieselkatzen verbrachte. Marcus Flint. Markus Flint war ein reinblütiger Zauberer, geboren 1976, dessen Familienname auf der Liste der unantastbaren 28 steht, einer reinblütigen Liste der Zaubererfamilien. Er besuchte Hogwarts von 1987 bis 1994 und war mindestens von 1991 bis 1994 Kapitän des Slytherin Quidditch Teams. Flint war einer von Harrys Quidditch-Rivalen. Es ist unbekannt, was mit Marcus Flint passiert ist, aber angesichts seiner Vorliebe für den Sport anderer und seiner Unfähigkeit, fair zu spielen, ist es unwahrscheinlich, dass er weit gekommen ist, also jedenfalls im professionellen Quidditch. Es besteht die Möglichkeit, dass er ein professioneller Quidditch-Spieler wurde, aber es ist fraglich, ob ein Team ihn willkommen geheißen hätte, da er ziemlich unfair spielte. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Auch wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder irgendwas über einen Charakter noch nicht erwähnt habe, dann schreib es gerne in die Kommentare und lass es die anderen Zuschauer wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.